Hallöchen meine lieben Pikachus, was geht ab? Euer Beats heißt euch herzlich willkommen zu einer weiteren Labyrinth-Folge. Moin moin, Pat, hallöchen. Moin moin, Beats, hallöchen. Was geht ab? Uns wurde nämlich eine Map gebaut und das Ganze sieht so aus. Zack, wir sind hier auf einer Aussichtsplattform. Danke an den lieben, oh, wo ist er da? X-Gamer Guide. Ich würde sagen, wir laufen, wir fliegen am besten. Warte, ich lauf mal ganz kurz rüber. Wir kommen beide hier hin zum Starterpunkt. Hier haben wir beide die Kisten. Ich weiß nicht, ob du sie öffnen kannst. Kommen Sie mal kurz öffnen, bitte. Ja. Also, du hast eine Kiste mit 4 Schlüsselkarten. Ich habe meine Kiste ebenfalls mit 4 Schlüsselkarten. Wir bauen uns hier ein Labyrinth, verstecken diese 4 Schlüsselkarten in dem Labyrinth, tauschen dann die Seiten und mit diesen 4 Schlüsselkarten können wir uns dann hier durch diesen Weg boxen, finden dann am Ende eine Kiste mit Ausrüstung und dürfen den anderen töten. Der Erste, der alle 4 Schlüsselkarten findet, hat gewonnen. Ganz einfaches Prinzip. Bist du ready, Pat? Oh. Ich bin ready, ja. Dann darfst du jetzt anfangen zu bauen und zu verstecken. Let's go. Ich nehme die Dinger hier schon mal direkt mit raus. Ein Timer von 12 Minuten ist gestellt. Dann wird uns, ja, Quacky die Ente daran erinnern, dass die Zeit vorbei ist. So, woraus baue ich denn heute mein schönes Labyrinth? Also Beats und ich haben uns schon darauf geeinigt, wir machen heute nichts zu krasses. Ja, darauf einigen wir uns gefühlt immer, Pat. Ja, aber diesmal halte ich mich sogar dran. Ausnahmsweise. Ja. So, ich mache hier wieder meine Taktik. Ich baue das nur ein hoch, damit ich mir das gleich hoch kopieren kann, Leute. Das geht dann nämlich schneller. Ich baue mal eben kurz ein Labyrinth. Und dann geht es hauptsächlich darum, die Dinger gut zu verstecken, Leute. Das ist das Wichtigste. Okay, also so im Prinzip wird das Labyrinth von oben aussehen. Nichts Unmögliches natürlich. Wie geplant, wie gesagt. So, jetzt machen wir das nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise noch frisch. So, normalerweise müsste das jetzt, jawohl, immer ein höher gehen. Oh, 600er IQ-Move von Beats hier, zack. Ne, wir haben es immer so gemacht, Leute. Ich sollte jetzt aber auch schon eigentlich fertig sein mit der Form. Ja, das hört sich doch gut an. Mit der Form, wie gesagt, bin ich auch schon fertig. Meins ist jetzt auch schon hochgesetzt. Das heißt, ich habe jetzt ein fertiges Labyrinth. Jetzt geht es nur noch darum, die Dinger zu verstecken. So, ich bin kurz gemutet, damit Pat nicht weiß, wo meine erste Schlüsselkarte versteckt ist. Diese ist hier. Er muss so ein Mini-Jump'n'Run quasi hoch machen. Nichts Schwieriges. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Und dann ist hier die erste Schlüsselkarte versteckt. Die zweite Schlüsselkarte, Leute, oder was ist die zweite? Ne, das ist die letzte, Leute. Die letzte verstecke ich tatsächlich hier. Nummer 4, genau. Das ist dann für diese Tür, die quasi, also er muss 3 Stück im Labyrinth finden und dann sofort hier durchgehen, dann findet er die vierte nämlich hier und kann dann durch die letzte Tür gehen. Das ist das tricky Ding an der vierten Schlüsselkarte. So, das heißt, ich muss noch die zweite und die dritte hier im Labyrinth irgendwo verstecken. Zur Infopad, wir haben noch 5 Minuten und 50 Sekunden, also tatsächlich noch relativ gut Zeit. Ich bin aber eigentlich so gut wie fertig. Ich bin auch relativ weit. Also, ich weiß nicht, warum wir damals immer so lange gebraucht haben. Ja, weil wir ein bisschen vielleicht übertrieben haben. Ja, von der Größe ist es aber ähnlich. Naja, mal gucken. Leute, falls euch das Projekt übrigens gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt weitere Ideen, wie wir hier verstecken oder Sachen verstecken können oder sonst was. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und ansonsten verstecke ich jetzt mal weiter ein paar Dinge. So, hier packe ich so einen Lavasee rein. Und verstecke hier allerdings keine Kiste. Ich will ein paar mehr von den Lavaseen bauen. Hier werde ich auch keine Kiste verstecken. Er soll einfach nur ein bisschen Zeit verlieren dadurch, sage ich mal. Hier zum Beispiel werde ich, glaube ich, eine verstecken. Jetzt muss ich nur gucken, ob das möglich ist, das Ding zu erreichen. Wenn ich jetzt hier... Jawohl, okay, ist möglich. Zack, Schlüsselkarte Nummer 3 ist mit drin. Oh, Moment, das ist hier ein Fehler. Das darf ich nicht... Ah, das könnte gefährlich werden. Bei den anderen genauso, ne? Oh, ich habe da gar nicht drauf geachtet. So, schwarzer Beton sollte das Ganze einbetten. Ich hoffe, dass das Sinn macht. Was natürlich fies wäre, wenn ich jetzt hier... hoppala, das wollte ich gar nicht. Wenn ich jetzt hier einen Block hinsetzen würde, dann würde man das nämlich, hoppala, nicht rechtsklicken können, weil da drunter halt der Block ist, ne? Und dann müsste er von hier irgendwie das Ding so öffnen. Ah, ne, geht ja gar nicht, weil da ein Block drüber ist. Ja, egal, hätte ich sowieso nicht gemacht, weil das mega fies gewesen wäre. Also hier ist, wie gesagt, noch eine versteckt und jetzt muss ich nur noch die 2 verstecken irgendwo. Und ich habe auch schon eine Idee. So, ich mache hier eine Wand hinter, dann lösche ich diese Wand raus und diese ebenso. Jetzt habe ich hier quasi ein Loch hinter, so wie ich es wollte. Und dann packe ich hier ganz viele von den Dingern hin. Kostet ihm auch nochmal ein bisschen Zeit. So, Pat hört mich jetzt wieder. Ich bin in einer Sekunde auch fertig. Ich habe meinen Zuschauer natürlich noch erklärt, wie weit ich bin. So, Schlüsselkarte Nummer 2 ist dann ebenfalls versteckt. Das war die letzte. Keine Sorge, Pat, ich habe es einfach noch nicht
chronologisch gemacht. Okay, also ich kann mich jetzt vor die Tür stellen eigentlich, weil ich bin tatsächlich ready. Okay, wir sind beide fertig mit unserem Labyrinth. Pat, du ebenfalls da drüben, ne? Mhm. Okay, einfach damit wir es nochmal hören. Es wäre noch eine Minute Zeit gewesen, Leute. Quacky die Ente muss uns trotzdem grüßen, Pat, okay? Mhm. Okay, hallo Quacky die Ente, jawohl. Moin. Du warst heute zu spät, aber egal. So, Pat, ich würde sagen, wir wechseln die Seiten in 3, 2, 1. Ah! So, zack, erste habe ich schon mal. Nee, das hast du locker gehört. Nein, habe ich tatsächlich nicht gehört. Ich habe es mir aber einfach nur... Ich habe es erwartet, sagen wir es mal so. Mhm. Okay, gut, das war welche? Schlüsselkarte Nummer 4, okay. So, hier ist schon mal nichts. Nice, dann gucken wir mal weiter. Oh, Pat, du hast ein Fable für Lava? Ja. Ich habe das Gefühl, du hast alles aus schwarzer Wolle gebaut, ne? Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich hier jetzt irgendwie so auf schwarze Schalker-Kisten treffen werde oder sowas. Nee, ich habe es eigentlich echt einfach gehalten. Okay, ich bin mal gespannt. Bei mir darfst du tatsächlich, also natürlich nicht im F5-Modus durchlaufen, ne? Ja, schon klar. Das ist ja, denke ich mal, logisch. Mhm. So, da habe ich... Ach, jetzt... Junge. Was los? Du hast aber schon ein bisschen Abfucker-Sachen gemacht. Hä, warum? Schalker-Boxen, 50 Stück an einer Wand, really? Das sind keine 50, höchstens 46. Das Geile ist halt, ich lasse dich jetzt suchen und am Ende habe ich halt gar keine da versteckt. Das kann halt sein, deswegen, das war so mein Gedanke. Deswegen würde ich da gar nicht anfangen zu suchen, Pat. Oh, das, Leute, wir haben es so lange nicht mehr gespielt, aber die gleichen Streitigkeiten, die damals schon da waren, gibt es immer noch. Leider schon, leider schon. Oh, Pat hat Mann, schon wieder tot. In Lava zu schwimmen. Oh, falsch. Oh, vielleicht hat Pat es auch einfach geschafft. Nee, so schnell tatsächlich jetzt nicht. Ja, bei mir muss ich ehrlich sagen, ich habe voll die Orientierung verloren hier. Also, beziehungsweise bei dir. Ehrlich? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich bin und so. Also jetzt wirklich oder sagst du es nur so? Nein, das ist voll kompliziert. Okay. Also, weißt du, es ist kompliziert, aber... Es ist halt alles schwarz und dunkel und sieht gleich aus, so. Ja, kann oh. natürlich auch nur Tarnung sein von dir. Ja, ich glaube, das wird ein mega fettes Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt. Was würdest du sagen, ist dein schwierig? Nö. Also tatsächlich nicht. Meins kann man in kürzester Zeit, könnte man das schaffen. Ich würde sagen, meins aber auch. Glaube ich dir sogar, ich glaube es dir sogar. Ich bin trotzdem gerade überfordert. Und ich, also... Ah, da bin ich, okay. Was habe ich denn? 1, 2. Wie viele Karten hast du schon? Ja, ehrlich, 3. Ich habe 2. 3. Ja, mir fehlt die dritte. Hab das gehört. Ja, weil ich ausprobiert habe, ob da irgendwas ist. Ich habe noch nicht alle, wirklich. No joke, ich schwör auf alles, ich habe noch nicht alle. Ich hab's dir heute wirklich einfach gemacht, ne? Ich glaub dir, ich dir aber auch, Pat. Ja. Ich habe aber Angst, dass... Also, sonst hätte ich nicht so viel Angst, dass du jetzt meine Sachen findest. Kein Witz. Wenn ich es dir schwer gemacht hätte, dann hätte ich jetzt gar keine Angst, irgendwie zu sagen, boah, okay, Pat findet die meine Sachen sowieso nicht. Ich habe mega Angst, weil du es jederzeit finden könntest. Oh Gott. Aber ich finde es von der Schwierigkeitsstufe tatsächlich auch sehr angenehm, muss ich sagen, von uns beiden jetzt. So das, was ich bislang so hatte. Ist halt nicht zu übertrieben. Ja, genau, das macht dann Spaß, weil das eine knackige Runde ist, weißt du? Schreibt uns mal in die Kommentare, Leute, wie findet ihr es besser? So, Schwitzerrunden, wo man wirklich, Oh! Du hast doch noch gar nicht alles. Du bist so ein Schwätzer. Was denn? Ja, du hast gesagt, du hast nicht alles. Hatte ich ja auch zu dem Zeitpunkt nicht. Ah, ja. Ich habe die letzte jetzt gefunden. Wie viel fehlen dir noch? Wie viel fehlen dir denn noch? Ich habe die nicht. Ich habe nur geblufft. Ja. Ich habe die letzte nicht. Wirklich jetzt? Ja. Oh, anziehen! Und. Wie viel hast du? Komm, sag's! Ich hab nicht genug! Oh, vielleicht hab ich sie zu flüchten, wer weiß. Ja, wer weiß. Oh, ich hab dich verloren. Nein! Offiziell gewonnen. So, wie viele hattest du, Pat? 2. 2 nur? Ja. Okay, ich zeig dir, wo alle sind. Welche hattest du denn? Also hier, die hast du gefunden, ne? An der Wand. Ja. So, welche? Dann, ich glaube, wo noch? In der Lava habe ich eine gefunden. In der Lava, okay, hier in der Lava hattest du eine, ja? Das war hier, hey, genau. Und ich wundere mich gerade von, wo ich die dritte habe. Ich hatte, glaube ich, nur 2, Alter. Hast du hier das Jump'n'Run gemacht? Nein. Hä, welches Jump'n'Run? Hier, guck, hier hättest du einfach so nach oben jumpen müssen. Yeah. Verstehst du dieses Jump'n'Run?
Ich glaube, die dritte Keycard hast du von mir geklaut. Meine Fehler. Ja, glaube ich auch. Ja, also, genau, die habe ich das? Nicht. Also hier hättest du auf jeden Fall das Jump'n'Run hoch und dann wäre das hier hinter gewesen. Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Okay, das fand ich gar nichts. Also es war gar kein Versteck. Ich dachte, das wäre offensichtlich tatsächlich. Und die letzte, du hättest einfach dann hier dreimal durchgehen müssen. Und die letzte wäre dann hier vor der vierten gewesen. Also hier. Okay, das war schon ein bisschen assi. Ja, ich hab's bei dir tatsächlich sogar ausprobiert, weil ich dachte, du machst das gleiche. Nee. War eine mega coole Runde, es hat mega Bock gemacht, Leute, falls ihr mehr sehen wollt. Dann lasst ein Like da und oben nicht vergessen, schaut bei Pat vorbei, da haben wir auch aufgenommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao, euer Beats. Tschüss.